Also das hätten sie auch ein bisschen kürzer machen können. Oder? Du hast deinen Vater sehr stolz gemacht, Sebastian. Oh gut, du solltest jetzt den Themis-Projektraum betreten können. Dann ruinieren wir Nigel mal den Tag. Danke, Julia. Oh, anstrengend. London. Einst ein Leuchtfeuer des Anstands, jetzt ein Sumpf der Gesetzlosigkeit. Die Menschheit kann sich eindeutig nicht mehr selbst überwachen. Aber zum Glück müssen wir das auch nicht. Willkommen bei Projekt Themis. Albion, ist es gelungen, mit LiveScore, einem Aggregator biometrischer und persönlicher Daten, ein bestehendes System auf unseren neuen, autonomen Drohnen anzuwenden. Diese Drohnen können Bedrohungen identifizieren, isolieren und terminieren, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sie sehen alles. Sie töten ein Ziel in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen tun das, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln, unverzüglich und entschlossen. Oh, jetzt bitte nicht noch kämpfen wollen. Scheiße, ich wusste es. Der LiveScore-Algorithmus. Mein Algorithmus. Ich hätte ihn löschen sollen, bevor ich gegangen bin. Was soll das heißen, Hamish? Du weißt, wie Themis funktioniert? Nein, also... Ja, das war vor Jahren. Wir haben einen LiveScore-Algorithmus entwickelt. Das war für ein Peacemaking-System, wie Cass es nannte. Es sollte gefährdete Zivilisten identifizieren. Keine Ziele. Du lieber Gott. Also könnte Themis theoretisch so programmiert werden, dass es auf Grundlage beliebiger Parameter Leute ins Visier nimmt? Ganz genau. So denkt Cass. Ein Genie, aber ein krankes Genie. Wir müssen das beenden. Und ich weiß auch wie. Wir löschen die LiveScore-Daten und Themis ist erledigt. Verdammt nochmal! Okay. Als ob das so einfach ist. Hier kommt doch bestimmt gleich noch irgendeine Passage, wo ich wieder schießen muss und sterbe. Und alles nochmal machen muss. Erledigt. Ja, deine Medaille kriegst du ein andermal. Verschwinde jetzt. Spiel. Und könnte unterhaltsam sein. Ich habe eine Audioübertragung von Nigel Cass abgefangen. Nein, nein. Genug entschuldigt. Das ist meine Stadt und DedSec wird nicht dazwischen funken. Themis sollte London und die Welt verändern. Und diese Gruppe von Terroristen wagt es einzugreifen? Und der verdammte Hamish Bolaji? Ich will sie alle. Sie ließen euch wie Narren aussehen. Spazierten einfach in den White Tower. Und niemand hielt sie auf. Trotz all unserer Sicherheitsmaßnahmen hat mir irgendjemand irgendwas zu sagen? Nichts. Gut, alle. Und ich meine, alle in dieser Organisation werden untersucht. Unverzüglich. Jemand hat geholfen, das ist sicher. Und wir werden ihn oder sie finden. Diesmal kriegen wir sie alle. Tja, das war's dann wohl. Das wird Cass eine Weile beschäftigen. Kein LiveScore mehr, kein Themis mehr. Ihr habt's geschafft. Wir haben's geschafft. Was würden wir nur ohne dich tun, junger Mann? Wenn Nigel Cass das nächste Mal etwas plant, müssen wir dich widerrufen. Ich bin kein Teamplayer. Überleg nur mal, wie es bei Albion gelaufen ist.
aber ich behalte sie und Cass im Auge und liefere euch vielleicht Infos. Und dann ist da noch Zero Day. Erinnert ihr euch noch? Die haben DedSec 1.0 auf dem Gewissen. Cass hatte da auch seine Hände im Spiel, Bagley. Und bei den Bombenanschlägen. Wir nehmen also jede Hilfe, die wir kriegen können, Hamish. Danke. Haben wir jetzt das Kapitel abgeschlossen? Ja. Wie aufregend. Ich kann euch wohl noch ein oder zwei Dinge über Widerstandskämpfe beibringen. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Du scheinst ja eine wahre Quelle zweifelhafter Komplimente zu sein. Ach, hör nicht auf ihn. Bex kommt manchmal etwas unhöflich rüber, aber er ist wirklich sehr nett. Gut gemacht. Im letzten Abenteuer von Detektiv Bagley und seinen zeitweise hilfreichen menschlichen Helfern entdeckten wir, dass eine milliardenschwere Technologie-Mogulin und ein Kriegsgewindler beide menschliches Leid ausnutzen und Tausende umbringen wollen. Eine schockierende Wende. Und wo wir schon bei Verdächtigen sind, Mary Kellys Sklavenhandel könnte jeden Tag stattfinden. Und wir haben ein Notsignal ausgerechnet aus einem Coffeeshop erhalten. Vielleicht ist das WLAN ausgefallen. Ist das überhaupt relevant, Bagley? Ja, natürlich steckt mehr dahinter. Aber ich musste einen Witz machen, damit du aufpasst. Ich habe beide Spuren auf deiner Optik markiert. Guck mal, dann kommen wir zur Feier des Tages, kommen wir ja noch ein Graffiti dran. Das hier hat eine Verschönerung nötig. Da haben wir halt wenigstens ein Kapitel abgeschlossen. Auch wenn wir das wahrscheinlich schneller hätten schaffen Kunst können. Kunst ist eins der Dinge, die sie uns nicht nehmen können. Einfach so eine Stunde weniger Zeit hätte uns das kosten können. Warte mal, da oben kommt ein Spidey-Bot. Kann ich den kapern? Ich komm nicht ran. Jetzt. Nein! Ich habe gerade noch gesehen, da war ein Laser. Jetzt will ich die Punkte haben. Hallo Scholle. Schönen guten Abend. Mir geht's gut, danke. Und selbst zum Donnerstagabend? Zehn Punkte. Naja. Wie sieht's eigentlich aus mit unseren Punkten? 40 haben wir wieder. Ich weiß halt nicht zum Beispiel, was ich mit dieser Waffe hier soll. Nicht tödliche Maschinenpistole. Nicht tödliche Schrotflinte. Antidrohnenwaffe. Mit Rüstung. Aber da müsste ich den auswählen statt den kleinen Spidey. Ich mag den kleinen Spidey. Jagddrohnen können gekapert werden. Eigentlich wäre das echt nicht schlecht.
Oder die großen deaktivieren. Ist auch nicht schlecht. Ich kaufe jetzt das. Und sammle noch ein paar Punkte. Okay, was haben wir denn jetzt für Missionen zur Wahl? Wir könnten jetzt Whistleblowing oder Auktionscrasher machen. Das ist ja lustig, das habe ich ja noch nie gesehen, diese Übersicht hier. Genau, sie ist schon tot. Das ist schön, Scholle. Dass es dir auch gut geht. Aber ist ja nur noch morgen. Morgen ist Freitag. Dann haben wir hoffentlich alle Wochenende. Da kann es einem auch gut gehen. Genau, sie ist tot. Sky Larson. Und die müssen wir quasi noch killen. Was wäre denn hier unsere Aufgabe? Detzek hat ein SOS-Signal erhalten. Es kam anscheinend von einem Server bei Star Roger Café. Detzek schloss sich mit Inspektor Caitlin Lau zusammen und fand heraus, dass Mary Kelly mit Menschen handelt und implantierte Mikrochips nutzt, um sie in die Sklaverei zu zwingen. Widersetzen sie sich, tötet sie sie mit Hilfe der Chips und verkauft anschließend ihre Organe. Das haben wir schon rausgefunden. Das Team erfuhr, dass Mary Kelly bei den Hackney Baths eine Sklavenauktion veranstaltet. Infiltriere die Auktion und sammle Beweise für Caitlin Laus Ermittlungen. Punktetechnisch ist es das Gleiche. Nur hier kriegen wir sogar noch ein paar Technikpunkte. So. Uns muss ja erst was erzählt werden, bevor wir ein Ziel angezeigt bekommen. Bagley, mach, leg los. Seltsam. Einer unserer Server wird ununterbrochen vom WLAN eines bestimmten Star Roger Coffees angepingt. Was soll das denn hier zur Sache tun? Ja, zuerst hielt ich das für Noise, aber dann habe ich die Pings dekodiert. Das ist Morsecode. Drei Buchstaben, die immer wiederholt werden. Sprich nur weiter. S, O und dann kommt S. Wir sollten einen Blick darauf werfen. Sag mir, wie ich dorthin komme. Ah, das ist sogar hier in der Nähe. Warte, ich will mir die andere aber trotzdem auch mal anhören. Wo das ist. Ja, nur noch morgen, dann Wochenende. Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. Detzek, Caitlin Lau hier. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Warte, beschaffe die Einladung von einer Lieferdrohne. Gibt's da jetzt keinen... Fange eine Kelly-Drohne ab. Was ist denn eine Kelly-Drohne? Albion. Albion? Albion. Wie sehen denn Kelly-Drohnen aus? Chat, wie sehen Kelly-Drohnen aus? Von einer Lieferdrohne. Das heißt, die muss ja ein Paket unten dran haben. Oder so. Wo ist hier eine? Hier so eine. Weg ist sie.
Da ist eine Blume. Drohne. Albion. Albion. Ja, wo soll ich die denn finden jetzt? Oh, mir wird eine angezeigt. Tja, das war einfach, sogar für dich. Gib mir einen Moment, um die Sicherheitscodes zu entschlüsseln. Und Bagley, was hast du? Mary Kelly verkauft ihre Ware in Hackney Baths. Diesen Ort gibt es seit 1904. Früher war es ein öffentliches Badehaus. Heute, in der ach so aufgeklärten Moderne, ist es ein Sklavenmarkt. Sie sprach von Auslandsinvestoren, ein großes Geschäft. Das bedeutet Partner, Klienten, Beschäftigte. Alle, die irgendwie Teil ihrer Organisation sind. Wir erledigen Mary Kelly von innen heraus. Inspektor Lau will ihren Fall gegen Mary Kelly einem Kontakt beim Generalstaatsanwalt geben. Wir müssen möglichst viele Daten beschaffen, damit sie genug für die strafrechtliche Verfolgung haben. Die Mikrochips sind ein großer Teil der Gleichung, von der wir nahezu nichts verstehen. Wir brauchen etwas Handfestes in der Sache. Sieh nach, ob du etwas finden kannst. Pläne, Belege, Proben. Also, der Plan ist einfach. Die Soiree der Kellys stören, möglichst viel herausfinden und ganz nebenbei nicht dabei draufgehen. Nicht dabei draufgehen? Den Baths kann man nicht vorsichtig genug sein, Team. Mary kann all ihre Gefangenen mit einem Knopfdruck töten. Wenn wir versuchen, sie jetzt zu befreien, sind sie so gut wie tot. Sie weiß noch nicht, dass wir ihr auf der Spur sind. Das ist unser Vorteil. So, die Frage ist, fangen wir das jetzt noch an? Oder machen wir das am Sonntag weiter? Gucken uns mal die andere Mission noch an. Alles absuchen. Der Anfang scheint ja machbar zu sein. Ich weiß, dass diese Mission hier, also dieses Sirs-Kapitel, wohl das längste Kapitel in dem Spiel ist. Heißt rein theoretisch, wenn wir dieses Kapitel zuerst verfolgen, hätten wir schon wieder ein großes Stück geschafft vom Spiel. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was die Drohne für eine Farbe hatte, Julia. Ich weiß nur, dass der Questmarker gelb war. Ich bin da. Was jetzt? Es scheint keine offensichtliche Gefahr zu geben, oder? Dann setz dich und ich pinge die IP an, die uns das Notsignal geschickt hat. Miss? Gar nicht auffällig. Ist es ein Scherz? Klapphandys sind out, du mieser Arsch. Das ist ein Kryptophon. Es ist sicher. Jedes Gerät im CTOS kann angezapft werden. Wenn man uns belauscht, sind wir tot. Und zwar beide. Wer ist da? Unwichtig. Wichtig ist, dass ich Insider-Informationen zum Sirs habe. Ich glaube, dass skrupellose Officer die Spur auf euch gelenkt haben. Ich sag's nicht gern, aber vielleicht kann nur DedSec sie aufhalten. Reden wir, aber du solltest lieber Eindruck schinden. Gut, ich habe die Koordinaten eines Treffpunkts auf einem Gerät in dieser Einrichtung versteckt. Suchen wir jetzt nach Handys? Nach Klapphandys? Bagley? Sabine? Wo geraten wir da gerade hinein? Okay, das ist uncool. Dieser Sirs-Typ meint also, dass Zero Day in Wahrheit Typen von Geheimdienst sind. Macht irgendwie schon Sinn? Die Anschläge waren für Außenstehende zu ausgeklügelt, aber der Sirs könnte das.
Offiziell nutzt der SIRS Signals Intelligence Response Service CTOS-Überwachungsdaten, um terroristische und kriminelle Bedrohungen zu identifizieren. Dann schicken sie Albion los, um alles abzuballern. Zum Beispiel? Als Reaktion auf die Gewalttaten in London verlängert der SIRS das Recht der Anwendung von Schusswaffengewalt für Polizeitruppen und Albion-Sicherheitskräfte. Inoffiziell liest der SIRS mit deinen Daten deine unartigen Gedanken und verhaftet dich dafür. Das wären dann Mittel und Gelegenheit. Fehlt noch ein Motiv. Der SIRS ist ein Faschistenhaufen, aber sie sollen Gruppen wie Zero Day von Terroraktionen abhalten. Wie so eine anzetteln. Frag den Typ, wenn du ihn triffst. Es klang so, als hätten wir jetzt das hier nach Handys durchsuchen müssen. Gucken mal. Ich habe zwar jetzt nicht mehr den Plan, ewig zu machen, aber wir schauen mal, ob wir zu der Kontaktperson kommen. Da wissen wir dann zumindest, was uns am Sonntag erwartet. Hui! Entschuldigung. Diese kleinen Roller, die sind ziemlich gefährlich. Was war das? Aber ich sag ja gefährlich. Ich fahr einfach irgendwo vorbei. Der SIRS-Typ ist nicht hier und es sieht nach einem Kampf aus. Was sollen wir tun? Vielleicht ist der SIRS an ihm dran. Wenn du auf das Überwachungssystem der Gegend zugreifen kannst, kann ich alles in AR nachbauen. Na gut, falls ich dazu komme. Was, falls ich dazu komme? Oh no! Wie hab ich's vermisst? Nicht. Wo geht das hin? Aber da hinten geht's irgendwie nicht weiter. Wo bin ich jetzt? Nee, mit der... Hier sehe ich nichts. Hä? Da hinten hängt's. Oh. Durch welche Kammer? Okay. Ach, das war zum Glück doch jetzt ein bisschen einfacher als gedacht. Das war's. Jetzt geh zurück und ich rekonstruiere, was mit unserem Kontakt passiert ist. Das scheint unser Kontakt zu sein.
Du lieber Gott. Sieht nicht nach seinem besten Tag aus. Analysiere die Hinweise im AR Workspace darüber, was mit ihm passiert ist. Das ist eine nicht tödliche Waffe. Dann lebt er wahrscheinlich noch, auch wenn er es vielleicht gern anders hätte. Sie haben unseren SRS-Kontakt weggebracht, könnten aber noch in der Nähe sein. Ich kann den Weg des Fahrzeugs aus ungesicherten Überwachungskameras rekonstruieren, oh, damit du ihn folgen kannst. Jetzt bin ich erschrocken. Ich dachte, das überfährt mich. Okay. Markiert mir das jetzt immer selber automatisch den Weg? Oder wie läuft das jetzt hier? Okay. Die Rekonstruktion ist fast durch. Und unser Kontakt auch, wenn du dich nicht beeilst. Ja, man kann rein theoretisch Musik hören, aber das musste ich alles ausmachen wegen DMCA. An sich hast du auch so im Spiel Musik. Aber bei dem Spiel ist es leider so, dass die Musik nicht streamerfreundlich ist. Und deswegen habe ich alles ausgemacht an Musik. Halte jemand das Fahrzeug auf! Der ist hier vorne rum, oder? Anscheinend haben die Angreifer hier angehalten, aber ich sehe sie nirgendwo. Analysieren wir die Daten. Vielleicht finden wir heraus, wo sie hingegangen sind. CTOS, AR, Datenrekonstruktion läuft. Die Angreifer unseres Kontakts wechseln die Fahrzeuge, um Verfolger abzuschütteln. Standardvorgehensweise von privaten Militärtrotteln wie Albion. Die Söldner? Nicht der Sirs? Naja, das sind Söldner. Wenn du dich weiter umschaust, findest du vielleicht raus, warum sie sich für einen SRS-Whistleblower interessieren. Ich habe eine umfassende Analyse des Fahrzeugs durchgeführt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein Van ist. Nicht so vorlaut, Bagley. Was kannst du mir noch sagen? Naja, ich könnte auch anmerken, dass die winzigen Sandreste in den Reifenspuren darauf hinweisen, dass es kürzlich auf einer Baustelle war. Aber du kennst mich ja. Ich klinge nicht gerne wie ein Besserwisser. Nee, gar nicht gerne. Ich habe nach Albion-Aktivität gescannt und irgendein Schwachkopf da drin hat vergessen, die Überwachungskamera im Folterungsraum abzuschalten. Zeig bitte mal. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Du bist Malik, ein Sirs-Officer und verräterischer Pisser. Das bin ich nicht. Ich schwör's. Bitte, bitte. Wenn diese Albion-Kampfstiefel-Plagen denken, sie könnten ihn töten, bevor wir mit ihm gesprochen haben, haben sie sich geschnitten. Bagley, eine Position, mein Lieber. Oh no. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Wir fahren jetzt dort noch hin. Kann ich irgendwie abkürzen? Ja. Aber das ist Sperrgebiet. Das heißt, da ist wieder Konzentration. Ah.
geparkt. Und das schaffe ich heute nicht mehr. Aber wir haben schon mal eins, zwei Teilaufgaben gemacht von der Aufgabe. Bauarbeiter. Können hier mit unserem Bauarbeiter einfach rein. Wobei ich sagen muss, dieses mit diesem uniformierten Zugang, das ist übelst der Zweck braucht dich bei schwer. Etwas. Es ist eigentlich na, schwerer, endlich. Als da einfach rein zu spazieren, weil du einfach nicht gesehen werden darfst von jedem. Ja. Also sind wir gerade mitten in der Circe. Im Circe-Kapitel.